Oh, endlich so ein gutes Game. Jetzt komm ich. Alter. Mama möchte gerne an deinem Gliedchen spielen. Ist das schön. Ist das schön. Die Mama meint das gar nicht sexuell. Du kriegst einen Strich, was für eine Scheißkacke auch in der Schule, gell? Ein Strich. Oh mein Gott, oh Gott, der hat einen Strich. Oh Gott, der Lehrer hat mir einen Strich gegeben. So beim Jobinterview, weißt du, bist 35 so, hast schon studiert und alles gemacht. Und wie viele Striche hatten sie in der Schule? Ja, genau. Nein, ich wusste es. Ja, nee, ist ja, das heißt ja eben beim Interview und so, und dann sagt er so, ah, ich sehe, Sie haben sehr gutes Resümee und Sie haben sehr gute Berufserfahrung in allen Bereichen, und sozial sind Sie auch engagiert, Sie sprechen vier Sprachen, super. Oh, da unten sehe ich, ist das ein Strich? Und dann so, eben in Geschichte hat irgendein Lehrer einen Strich, aber irgendwann, warum auch immer er im Zeugnis ist, ein Strich in Geschichte, was überhaupt nichts zu sagen tut, und dann so, ja, aber ich aber Sir, ich soll hier doch Logistiker werden. Sie haben einen Strich in Geschichte. Wissen Sie, ich finde, Geschichte ist ein sehr wichtiges Fach in der Schule. Auch in der Logistik. Genau. Weiter geht's. Willkommen zurück zum LSD-Zirkus. Du musst ihn sprechen, ne? Domo, komo, du warst gerade der Teil der Wiedergeburt von Trampchen, dem großen Großfürsten der Feen. Trampchen, großer Großfürst der Feen, habe ich gesagt. Du Schwein. Ganz genau, und ich hab den auch zuvor von deinem Gejammer. Du bist ja eine richtige Heulsuse. 3 Tage, Mann! Ich meine, wir haben schon lange mal traurig, aber 3 Tage! Ist ja ein Wunder, dass du überhaupt noch Tropfen Wasser im Leib hast. Bist ein großer junger Mann, und 3 Tage sind also, was du gibst, noch nie. Was? Hey, mein Kuchen! Guck mal, ich hab eine Laterne an der Nase. Und warum auch immer. Die brauche ich, um mir nachts zu leuchten, wenn ich ein Buch lese oder so. Wow, ganz schön gierig. Check, du gefällst mir. Bist du ehrlicher Haut, was? Bleib wie du bist, okay? So wirst du noch eine Zeit, so wirst du weit bringen. Der Typ, an welchen Charakter erinnert der mich so? Dr. Cox oder sowas? Zwergnase. Ja, ich musste. Da draußen gibt's mehr Welten als nur die eine hier. Man könnte sie als Parallelwelten bezeichnen, also als Ni no Kuni. Das sind sozusagen Welten, die Welten hier sind eine andere, ganz gleich, eine komplett andere Welt. Aha, und wann nennt es? Ni no Kuni heißt eine andere Welt. Und was hat es dann mit einer 2 zu tun, du Opfer? Ja, Ni heißt 2, No heißt, ist das englische, das japanische Off im Englischen. Also Two of Land oder The Second Land in dem Sinne. Die sagen das halt so komisch. Okay. Die sagen auch, wenn du irgendwie sagen willst, der 8-Uhr-Flieger oder sowas, dann sagen sie irgendwie der, oh Gott, ich weiß nicht mehr, aber eben, sie machen auch das No zwischendrin, das 8-No, 8 of Plane. Ah, 8 of Plane. Ja, genau, so. Damit meinen sie der 8-Uhr-Flieger. I have a stomach ache because I ate off plane. Gut. Ich fand es immer geil, auch die dummen Klassenbucheinträge, weil früher auch im Klassenbuch stand so, Geld reinschmeißen mit Papierkügelchen. Und ja, das ist super. Ich bin ja, wer hat sich die Klassenbucheinträge jemals angeschaut? Ja, niemand? Was krass ist, ich war ja auf einem allgemeinbildenden Gymi und da hat mich eine Lehrerin so gemobbt, dass ich dann auf einem Wirtschaftsgymi bin. Aber ich bin immer noch mittags über ein halbes Jahr in den BK-Unterricht. Ich habe sogar eine Zeugnisnote bekommen, obwohl ich dann immer an der Schule war. Echt? Und dann wollte der Lehrer hat gemerkt, dass ich nicht mehr auf der Schule bin. Geil. Und dann, ich war halt immer mittags im Unterricht, habe gemalt und ein bisschen Scheiß gemacht mit den anderen. Ja. Irgendwann hat er so gemeint, also wenn es dir hier nicht gefällt, kannst du auch gehen. Und mich aufgestanden, habe gesagt, okay, habe alles eingepackt, bin gegangen. Das war dann nach einem halben Jahr, dann bin ich nie wiedergekommen. Und irgendwann haben die anderen halt gesagt. Aber witzig, dass die Lehrer nicht gecheckt haben, dass ich nicht mehr auf der Schule bin. So gut. Super. So. Oder, Großfürst der Feen, ich bin in der Welt hier. Also, weil es ja so schwarze Schaf gab, das versucht den Frieden in unserer Welt zu stören, klar? Shada, die dunkle Shin heißt sie. Und der hat die Herzen der neue Krieg und Zerstörung über uns hergebracht. Man versucht mich eigentlich entgegenzustellen, ja, aber dann hat er mich einfach in eine Public Puffer verwandelt und jetzt muss ich aus unserer Welt rausgeflogen und diese rein, dieser Miesling. Und dann hat er mich voll gemein und zack, der Fluch ist aufgehoben worden. Nein, das so! Deshalb glaube ich, dass du der bist, wer den Feen barmherzig nennt. Den reinherzig nennt. Der Held des Legenden nach unserem. Den die Feen nur reinrassigen nennen. Oh, nee. Mit der Schade aus dem Hals schaffst. Bist du einverstanden? Na klar. Wie kann ich? Mach dir nicht in die Hose, Mann! Ich weiß, es ist eine große Verantwortung und so, aber scheißegal, vor allem hast du mich an deiner Seite. Aber ich hab ne Lampe an der Nase. Egal.
Du willst nur, dass ich dich in einer Form drum bitte, was? Oh, rein, Herr Tegel, bitte kommen und unsere Welt retten. Du hast wieder verpasst, Mann, deine was? Chance. Der oh, rein, Rassiger. Achso, nee. Ja, das. Ich muss dich verhört haben. Was hast du gerade gesagt? Nur zu, nochmal, aber lauter. Ja, das. Ich werde es nicht tun. Ich meine, ich kann es nicht tun. Ah, deshalb heißt es immer, arbeite nicht mit Kindern. Ich frage höflich und du antwortest mir mit einem Zacken. Jawohl! So funktioniert das, klar. Boah, das wäre echt dufte, musst du sagen. Das war, macht man eben so. Es ist Tradition. Was soll ich bloß mit dem Typen anfangen? Es ist halt ein Leben, eine Geschichte. Aber ich weiß, aber ich weiß gar nichts von deiner Welt. Und ich kann jetzt einfach nicht. Ich muss erst aufs Klo. Dann geh kacken. Weil deine Mama tot umgefallen ist? Ja. Hast du ein Foto von ihr? Und jetzt nehmt das Foto und geht in so einen Schrank. Und frisst es? Oder? Oh, nee. Und nach 10 Minuten kommt er wieder und das Foto ist ganz weiß. Oh, Alter, ich kotze gleich. Oh, deine Mama ist aber hot. Hottie Mae Hotterson. Dore, dore. Oh, ja, geil. Dore, dore. Das kann nicht sein, aber das ist bestimmt auch kein Zufall. Die große weise Alice. Dann können wir deine Mama vielleicht sogar retten. Willst du dir noch mehr Gedanken anhören? Die Seelen der Seelen, nein, Leute, meine, sind verbunden. Von den Leuten hier gibt es da drüben auch eine andere Version, sogenannten Seelenverwandten, klar? Und Leute, die Seelenverwandte sind, können sogar gleich aussehen, bei deiner Mama an, was deine Mama angeht. Also die hat sich hier eine Seele mit der großen Weisen geteilt, das war ein echtes Talent. Richtig krass, Mann, ich voll ein Stephen King Buch, Mann. Der Talisman. Ja? Genau die Geschichte, ja. Genauso. Also, cool. Der grobe Blot halt von der Mutter in der Parallelwelt. Die Seelenfalle. Dabei ist die Verbindung zwischen ihrer Seele und deiner Mama getrennt worden. Deshalb ist ihr Herz so schwach, verstehst du? Wenn du alles befreist, ziehst du vielleicht die Verbindung wieder her und bringst du damit deine Macht zurück. Aber deine Mom so verrottet aus dem Boden raus, weißt du, sind die Zombie-Mom. Oh, nee. Leb mich! Leb mich, Oriba! Wie bei dem Dings, bei der Mother Shock Reunion. Bei der Mother Shock Reunion. Von Big Train. Ich bin nicht die einzige Fair. Obwohl ich hier festgesteckt habe, mit meinem Kumpel über alles auf dem Laufenden gehalten, was da drüben passiert. Ja, man könnte es wohl Telepathie nennen. Du musst mal kurz auf seine Stimme hören. Ich finde die mega cool. Ich finde auch der Humor wieder, wo er sagt nein, dann kommt dieses komische Bing-Geräusch, so, das ist so typisch. Ja, ja. Und auch dieses. Also halt, dass er diese Pause ist. Oh, das ist ja spitze. Du hast vielleicht eine Runde, aber wenn es um die Welt rennen geht, dann gucke ich den geschenkten Gaul dich ins Maul. Sauber, dann legen wir gleich los. Zack, zack. Okay. Aber wie kommen wir in deine Welt? Dazu musst du mich hier unten anfassen. Und lange reiben. Wir brauchen den Zaubersack. Gott, Alter. Siehst, das ist der Zauberstab. Und wenn du lange genug treibst, dann passiert etwas ganz Besonderes. Geil, ey. Das Viech. Auch einfach dieses Artwork, weißt du, sagen, wer könnte der Begleiter sein? Ja, wie wär's mit so einem gelben Nasenbastard? Mutant, genau. Du musst zum Ofen. Also zum Kamin. Okay. Ja, hier drin. Ich wusste es nicht mehr. Ja. Oh, nicht genau. Was können die hier denn versteckt sein? Ein mächtiges Zauberbuch. Hä? Ein Buch? Dieses Buch verbrennt nicht. Der magische Begleiter, das ist die Bibel. Das klingt wie Herr der Ringe, der Ring dann im Feuer zerstört werden kann. Das ist üble Fantasy. Zusammenspiel. Ich weiß gar nicht, was ich gerade. Das ist das magische Begleiter. Der Quell allwissens der Zauberzunft. Der magische Begleiter. Du erhältst magische Begleiter plus 1. Haben wir eigentlich schon Pause gemacht? Nee, dann. Aber ich glaube, nächstes Mal. Bei Game Circus schauen wir uns den magischen Begleiter an. Jetzt haben wir schon 2 magische Begleiter. Ja. Dann sind wir bald der magische Leiter. Oder der magische Bergleiter. Würdest du dir eigentlich deinen Harnleiter abtrennen lassen? Wo würde ich dann hin raus urinieren? Würde es einfach so rausschießen? Ja.
Nee, das so. Ist so ein Känguru-Penis, wo man euch so unten aufschneidet, so entlang der Pissröhre. Warum macht man das? Keine Ahnung, fragt die Leute, die so einen Scheiß machen, weil so liegt das Wissen. Känguru-Penis? Das gibt's anscheinend, dass man unten am Schwanz entlang auftrennt und dann ist der so flach irgendwie und dann... Ich weiß auch nicht, warum. Aber es gibt ja auch so eine Vierteilung, der Schwanz kann auch so gevierteilt, habe ich mal gelesen, in so indigenen Kulturen wurde es irgendwo gemacht, dass die so auf... Oh, dann schießt sie raus. Das finde ich wichtig, ein wichtiges Accomplishment der Menschheit. Mhm, das war noch schön zum Abschied, dass ihr alle ein bisschen kotzen könnt.